Dieses Mal braucht's eine ganze Menge Geschick bei Challengers im Landwirtschaftssimulator. Mit dem Pickup müssen wir ohne Sicherung Eierpaletten transportieren und verkaufen. Danach muss ein Baum zersägt und ein Ballen gepresst werden. Und der wird anschließend mit dem Schiebeschild ins Ziel geschoben. 3, 2, 1, go! Komm, mach die Tür auf. Muss losgehen. Was rennst du denn hier bei mir rein? Achso, stimmt. Ich habe ja ein eigenes Tor. Du hast extra so eine schöne Tür bei dir. Jetzt bin ich vor lauter Freude ins falsche Fahrzeug. Wertvolle Sekunden. Na, wer weiß. Also. Die fehlen dir zum Schluss. Ja, das könnte wirklich so kommen. Ich würde behaupten, es gibt viele Situationen, in denen man diese Sekunden wieder reinholen kann. Aber was weiß ich schon. Das können wir auch vorstellen. Ein bisschen gemein ist ja, dass wir kein Hart verwenden dürfen, ne? Genau. Für was bräuchtest du das jetzt gerade? Ja, ich hab's einfach gern an. Ach so, eher so Gewohnheitsding. Ja, ja, irgendwas fehlt mir heute, weißt du? Ja, kann ich verstehen. Och, das ist natürlich wieder... Also spätestens, wenn ich dich einmal ramme, dann hast du nicht mehr das Gefühl, dass dir was fehlt. Ein Freund, so. Ne? Sehr herrlich, dass wir hier direkt vielleicht zwei auch nochmal zu sagen, bevor es in den Kommentaren steht. Es sind beim Transport der Paletten weder Spanngurte erlaubt, noch darf die Klappe des Pickups geschlossen werden. Sollte mal eine sehr Demonstration. Sehr menschlich ist es hier. Ja. Naja, bei dem, was hier uns die letzten Wochen so vorgelegt wurde, mussten wir ja mithalten, ne? Ja, schön. Das ist wohl ein berechtigter Konter. So, jetzt Frage, also ich meine, da werde ich keine vernünftige Antwort drauf bekommen, aber was würden jetzt die Challenge-Bauer hier empfehlen für eine für ein Ladungsvolumen? Wie viele Paletten? Also ich gebe dir eine ehrliche Antwort darauf. Ich würde dir nicht mehr als 3 empfehlen. Aha. Das Ding ist halt, wenn du sie auf dem Parcours verlierst, musst du eben mit dem Lader hier den kompletten Weg dahin fahren und das Ding hier ist nicht sonderlich schnell. Mhm. Ja, dann also, gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Also wenn es wackelig sein soll, und nicht über 3, wenn es ganz entspannt sein soll, dann 2. Freunde, Oma Elfriede, die wartet auf die Eier. Ganz entspannt, wir sind hier bei Challengers. Oh. Fährt denn schon jemand? Nee, ne? Ich bin unterwegs. Oh, Werner macht 4, ne? Ja, natürlich. Werner, du willst es einfach, ne? Du willst ja, das Ding brennen sehen. Ja, ich muss es einfach, ne? Jetzt habe ich natürlich, hinten soll es ja noch irgendwie so eine Art Slalom geben, ne? Das habe ich jetzt in meiner Kalkulation nicht berechnet oder bedacht. Das ist allerdings, also so viel kann ich ja mal sagen, auf dem Rückweg der Slalom. Ja, genau. Sprich, also da hast du ja nichts mehr hinten drauf, was runterfallen ja, könnte. Ja, trotzdem dauert das ja relativ lang. Das stimmt natürlich, ja, das stimmt. So, bitte, oh. Nee, bitte nicht drauffahren. Nein. Ich muss erstmal abladen. Jetzt schon eine. Wieso kann ich nicht abladen? Mein Gott. Die verkaufen sich von selbst. Achso. Du musst fahren. Bisschen nach vorne, nee, 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 ich muss erstmal abladen. Die werden schlecht, die Eier. Ich hab da ein bisschen eilig hier. Oh, ihr habt ja alle. Also du hast auch 3? Okay. Kacken 3, es bleibt da ganz vorne. Nee, ich musste abladen. Ich hatte verderbliche Ware dabei, da muss ich abladen. Das ging nicht. Oh, Werner hat 4. Das ist ja so strong. Und das hat er auch ins Ziel gebracht. Ich hab einfach eine verloren. Ich habe das ins Ziel gebracht jetzt, ja. Stark, vor allem auch gar nicht irgendwie geschwankt, richtig? Nee, guck mal, und ich lasse sogar Platz für dich, nicht wie andere. Ja, das ist richtig nett. Ja, also diese, ich will auch diese... nicht sagen, dass ich gerade versucht habe, mich so ein bisschen vor dich zu stellen, dass du hier schlecht wieder rauskommst. Hab ich schon gesehen. Ich bitte um Sicherheitsabstand hier im Slalom, ne? Hier ist Rangier. Sicherheitsabstand. Oh, der lenkt auch nicht so gut, ne? Der lenkt irgendwie so hart, finde ich. Mein also, Gott. Ja, man braucht hier auf jeden Fall ein bisschen. Ich stehe hier, ne, Sophie? Ja, es wäre nett, wenn du nicht stehst, sondern fährst, Werner. Auch ein bisschen leid, aber das Ding ist... Also. Da war ein Verkehrsschild, Mensch. Ja, das war nicht einbetoniert. Oh mein Gott. Mein Gott, lenk doch, komm. Komm. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich gleich mal was Unmenschliches mache. Das wird hier, glaube ich, dann wird es knallen, aber ich überlege noch. Du meinst jemanden umfahren? Nee. Noch fieser. Geh weg von meinen Eiern, ich sag dir das. Ich werde mir Mühe geben. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor Ansgar. Ich fahre, glaube ich, ein bisschen weiter zurück. Ja, Werner, auf deinen Vorsprung zielt meine Nervosität auch, die mich gleich vermutlich zu einer unchristlichen Aktion zwingen wird. Er hat wirklich, also ich bin dafür. Mach was dagegen. Ja, ich glaub, er hat das Doppelte an Paletten abgegeben. Sag mal, warum seid ihr denn jetzt so? Also,
verstehe also, das jetzt gar nicht. Reißt mich ja jetzt auch schon, ne? Viel zu verladen. Ich sag, wie es ist. Ich hab's auch gerade überlegt. Ich glaube, es ist ja mal was trauen, ne? Ich glaube, ich spare mir das doch auf. Ja, ich würde jetzt auch nicht mit 4 losfahren, wenn du gleich was Böses vorhast. Nicht, dass dir das jemand nachmacht. Ja, das ist mir nämlich gerade in den Sinn gekommen. Wenn ich das jetzt mache, dann kann man es auch bei mir machen. Deswegen mache ich es erstmal noch nicht. Und ich fahre erstmal. Verlasst nur jetzt mit, du hast doch jetzt auch 4 mit. Natürlich, klar. Wenn das bei dir funktioniert, dann funktioniert das bei mir wohl auch, oder? Wie, ihr seid schon wieder unterwegs, oder wie? Auch gleich, ja. Na sicher, boah, na klar. Wir sind einfach besser als wir im Verladen. Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Eier werden nicht gekühlt. Bei euch nicht, ne? Bei uns schon. Bei euch auch? Ja, ja. Ach, krass. Ja, das, der, Sophie, erklär mal, woran das liegt. Warum das gemacht wird. Woran liegt das nochmal? Also ich glaube, in den USA werden die Eier gewaschen. Und dadurch, ach ja, genau so war das. Haben ja, die, glaube ich, nicht mehr diesen Bakterienschutz oder so, oder? Genau, genau, genau. So, und das wird in Deutschland gemacht. Bescheuert, aber warum werden die gewaschen? Ja. Wundert mich auch. So, funktioniert! 4 sind drin! Komm, verladen, verladen, verladen! Muss ich zurückfahren, nicht, dass hier noch jemand anders verlässt. Ach, jetzt sei doch, jetzt geh doch mal weg! Bitte nicht verladen! Ich schieb dich runter, ich sag dir, wie es ist, ne? Da kann ich nichts. Ist, ich bin fertig, jetzt können Sie hier. Freundchen, aber nicht hier zur Seite abdrängen, nee, ne? Nee, hör auf! Hallo! Nee. Nicht solche Schoten! Das ist eine Frechheit, was jetzt gerade passiert das ist. War, ne? Das war nur mal eine Warnung. Eine Frechheit. Eine Warnung. Verstehe aber schon. Nicht nur, dass ihr perfekt verladen habt hier mit den 4 Paletten, sondern dass euch nicht mal eine hingefallen ist. Das ist, ist wirklich Wahnsinn. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht schon beim ersten Mal gemacht habe. Du früh losgefahren. Ich auch ein bisschen, weil irgendwie die 4 habe ich gerade viel besser verladen als dann die 3 am Anfang. Oh, das ist ein Gekurbel hier, du ahnst das nicht. Das kostet am meisten Zeit hier, das Rumkurbeln. Ja. Ja, na, das jetzt Zeit. Mach nochmal. Probier mal den Rückwärtsgang aus. Lass mich los. Ich wollte dich runterschieben. Oh, dieses Auto. So. Weiß ich, wie ihr das macht, ne? Aber das Ding. Aber ihr zwei fahrt ja wieder mit Lenkrad, ne? Werner, ich hab's heute extra, das hätte ich abgemacht. Ach, abgemacht? Ach, und es, meinst du es besser? War ein Fehler. Wieso hast du es abgemacht? Ne, ich hab gedacht, hier mit Verlade und so weiter, ne? Vielleicht. Der taktische Hase. Ja, ja, aber das kann auch nach hinten losgehen. Hast du so einen Joystick zum Verladen? Auch das, ja. Benutzt du den gerade oder hast du den auch abgemacht? Nee, ich nutze gerade Maustastatur. Ah ja. Oh, das hätte ich mir jetzt auch sparen können hier, ne? Bernhard hat heute fest vor zu gewinnen, ich merke das schon. Nee, hat er nicht, weil Ansgar ist vorne. Wird ja auch mal Zeit, finde ich, ne? Das, also. Wer hat das gerade gesagt? Da war der Frechheit ist das. Gott sei Dank ist hier nichts passiert. Gott sei Dank. Sonst wäre hier aber mal heute. Das wäre aber hier mal. Ja. So, wie mögt ihr eure Eier am liebsten? Rührei, Pfannkuchen? Komm. Ach, Pfannkuchen sage ich schon. Pfannkuchen. Ich kann, Rührei, Omelette. Ich antworte dir gleich. Das ist hier gerade kein Spaß. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, nein. Werner, noch einen. Mach noch einen hinterher. Nein. Ihr müsst Ansgar aufhalten. Ihr müsst ihn aufhalten. Mich? Ich bin der Werner. Nee. Also ich sag mal so, es gibt noch genug Situationen hier, bei denen man zurückfallen kann in der Challenge. Kann ich ihn noch abziehen, okay. Es ist noch nichts verloren. Oh, der hat alles verladen, der Werner. Nee, hat er nicht. Du lügst doch hier. Wo ist er nicht Pascal, mein... wie ich es nennen soll. Der verlädt gerade die letzte Palette. Die letzte? Ja, der Pascal ist das eigentlich. Vor mir, ne? Du bist aber vor mir. Aber erst noch nicht los. Gefahren. Was? Ja, tu es. Ja. Was? Hier fährt jemand mit dem... Sophie? Ja, ich muss meine Palette wieder einsammeln hier. Oh, nö. Nein. Oh, das ist hier... Ist eine runtergefallen? Mir ist eine runtergefallen. Hier lag doch die ganze Zeit eine. Habt ihr das nicht gesehen? Ich hab die nicht gesehen. So, tschüssi. Der Pascal ist los, ne? Oha, stark. Aber ein richtig gut verladen. Das gibt ein Diabo. Hätte Werner es nicht vorgemacht, mit den 4 hätte ich es nie gemacht, ne? Ja, warum nicht? Männer. Männer. Keine fiese Matenten jetzt hier. Ist Angst vor Sophie. Warum? Ich bin viel langsamer als du. Ja, aber mit der Gabel, ne? Bist du echt bedrohlich. Ich stech dir die Reichen auf. Ja, ich weiß das schon. Pascal, lass Platz, du. Lass Platz.
ist aber wirklich sehr gefährlich, ne? Da hast du deinen Platz. Läuft einfach weiter, weißt du? Aber man muss drin sitzen bleiben, damit die sich verkaufen, oder wie? Nee. Steig aus. Ja, aber ihr lasst doch jetzt nicht euer Auto hier drauf stehen. Na klar. Ja, wir müssen ja nach oben fahren, aber ist das jetzt Sophies Letzte da? Nee, ich muss nochmal fahren, du. Ey! Keine Schoten, so! Keine Schoten! Das ist hier wirklich sehr, sehr knapp geladen. Oh nein! Oh, ich habe was Verbotenes getan. Oh Gott, ich habe mich aus Versehen geportet. Es tut mir so leid. Nein, ich habe ein technisches Problem. Hilfe! Ach, und die Autos muss man hier stehen lassen auf dem Dings? Ja, das genau. Pascal, ich habe ein technisches Problem. Was hast du für ein technisches Problem? Ich darf das nicht schneiden. Gib mir Rechte, schnell! Oh Gott! Repressiert! Komm! Wie? Farmmanager oder irgendwas! Du musst Farmmanager gehen! Jetzt, ja! Okay. Ah! Taktik. Ich bin hier voll im Fieber, weißt du? Dann darf ich nicht mehr arbeiten. Da fliegen die Schwede, Werner. Katastrophe, du. Jetzt muss man natürlich gut schätzen können, ne? Ja, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ey, Leute, wie soll ich denn meine Paletten jetzt hier verkaufen? Ja, das gleiche Problem hatte ich gerade auch. Das gleiche Problem hatte ich auch. Da ist sich jeder selbst erledigt. Das gleiche Problem, was ist trotzdem wieder genauso. Ich muss auch ehrlich sagen, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Also wirklich. Schon einen Step weiter. Oh, ich schnitz mir hier eine Krippenfigur, Alter. Gibst du die dann im BG-Shop? Natürlich. Natürlich. Jetzt muss ich das ein bisschen wegtragen. Ich sehe nicht mehr, wo ich geschnitten habe. Ja. Es ist hier heute ein bisschen tricky alles, wa? Hier wird mal das richtige LS-Können abgefragt. Mhm. Umso trauriger, oh. Sophie, dass du eigentlich noch dabei bist, Paletten zu verkaufen. Gar nicht, ich stehe schon neben dir hier. Das nehmen wir überhaupt kein Ende hier. Ist ja furchtbar. Außerdem, die anderen zwei sind viel länger im LS als ich. Oh, mit einem Husqvarna wäre ich schon fertig. So, daran wird tschüssi. Sie... Nee. Oh, das ist nicht dein Ernst. Schon wieder so eine Schoten hier. Ich hab da einen halben Stamm vor mir liegen. Schneide ich zu klein? Ja, man könnte jetzt munkeln, Pascal ist der Ersteller, ne? Aber ich glaube, bisher konnte man nicht sonderlich viel Vorteil haben. Naja, ich meine, hier wiederholt sich gerade ein Muster, ne? Das kennen wir schon aus den letzten. Ich muss aber auch ehrlich und offen gestehen, ich habe nur die Funktionalität getestet. Ja, und hier habe ich einen leichten Vorteil, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Da ich ja mehr oder weniger weiß, wie viel man für einen Ballen braucht. Habt ihr noch viel, ihr zwei? Ich hab zu groß geschnitten. Ja, das geschieht dir recht. Werner, weiter so. Ich möchte dich einfach nur anfeuern. Weiter so, ich bin weg! Das kann nicht wahr sein. Ist einfach nicht wahr, was hier wieder passiert. So, jetzt einen leckeren Anschneider hier. Und er wird jetzt hier mal zurechtgeschneidert. Was ist das dann? Hä? Ihr habt doch hier schon geschnitten, Mensch. Ja, ja. Hä, ich hab hier auch schon geschnitten. Aber ich kann es trotzdem heben. Lass euch Zeit. Dann ist es zu schwer. Nee, ich kann es heben. Was ist jetzt das Problem? Du hast doch an, Mensch. Nee, ich hab eigentlich nicht. Ich hab nicht an, eigentlich. Ich hab den ganzen Baum aber durchgeschnitten und es fehlen trotzdem. Also ein paar Stücken sind einfach nicht geschnitten. Hast du es so klein geschnitten, dass es weggefallen ist? Das ist verkauft auch bei mir auch nicht, übrigens. Dann lass einfach auf der Verkaufsfläche. Du musst beim Ausrufezeichen R drücken. Am Ausrufezeichen R. Ach so, ja, natürlich. Hab ich vergessen. Pascal, hast du in deinem linken Arm auch immer so eine luftige Bewegung bei diesem Gerät hier? Ja, der als ob ich eine Mücke in den Ellbogen stechen würde. Ja. Oh nein, was ist das denn für Zuckungen hier? Aber richtig schön an den Dingern, dass man mit Tempomat laufen kann. Ihr könnt auch, ja, in First Person auch hier. Ich gönn. Dieser. Ja, herrlich. Gönnst du die in First Person? Die volle Dosis? Sowohl als auch. Wer fährt hier schon? Heulen! Mach mich nicht mehr... Ach, du willst mal testen, wie viel man so braucht? Wie viel ist? Ich muss ja gucken. Das ist eigentlich klug, eine Bahn zu machen und dann zu schauen, wie viel... Ja, nur, dass der, hat, ne? Ja, nur, dass du die Prozente nicht siehst, ne? Ich hab das im Gefühl. Ah ja, stimmt! Das machen wir so. Stimmt! Der Ball muss rausplumpsen. Ja, aber auf die Zielgerade bin ich ja eher am gespanntesten hier. Ich glaube, die hält noch mal ein bisschen Spannung offen. Junge, dieser Arm.
Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde, aber irgendwie sieht das nicht ganz korrekt aus. Pascal, sag an, wie viel Bahn brauchen wir? Ja. Man könnte jetzt bei ihm gucken halt immer, ne? Ich guck also, doch rüber, du. Also, ich geb euch insofern einen Wink, ich mähe die ganze Fläche fairnesshalber. Ach so, weil du genau weißt, was ich mache. Ach, das ist wieder falsch rum alles montiert. Besonderer Gag hier, besonderer Gag. Ach, Kinder. Der will starten und dann bekommst du hier so eine Frechheit wieder. Was hat er denn mit dem linken Ellbogen? Was ist denn mit ihm? Storno. So, dann mal anderes Moped. Ab da ist eine Biene. Biene kann es nicht sein, die mögen mich ja eigentlich in meinem Anzug. Achso. Na, nimmst du denen nicht den Honig weg? Ja, sag mal Quatsch. Erst durch meine Liebe produzieren die überhaupt. Achso, okay. Da war ein Lämpchen. Oh nee! Zur Seite, bitte, zur Seite. Zur Seite, sagt er, weißt du. Oh, ist kurz davor. Woher weißt du denn das? Ja, siehst du doch, dass der dann irgendwann raus. Muss man fällt. Das noch aufklappen, das Ding? Ja. Hey, konnte man den Ball nicht einfach entladen? Ich munkel, dass man es bei der Ballenpresse nicht machen kann. Oh, das ist eine Frechheit. Oh, nee, also hier ist zu wenig gemäht. Als man eigentlich. Oh. Du ahnst es nicht. Ich hab die Lache von Pascal schon gehört, da war mir wieder alles klar. Dem Mann, der freut sich mehr, als er sollte. Jokes vom Ersteller eingebaut werden. Ich frag für einen Freund, aber darf ich nur Gras von meiner Fläche nehmen? Ja, bitte. Nur bitte von deiner Fläche. Genau den gleichen Gedanken hatte ich gerade auch. Frech. Übrigens, was ich mich eben nicht getraut habe, aber ich wollte, das war die freche Aktion, wo ich mir dachte, das könnte man jetzt eigentlich mal machen, ich wollte bei Werner einfach durch die Paletten einmal durchfahren, sodass alle Paletten quer verteilt sind. Dann dauert das, aber dann ist mir bewusst geworden, wenn ich das jetzt mache, dann nutzt er natürlich die Chance und macht's bei mir und dann ist nichts gewonnen. Was ihr für eine kriminelle Energie habt in ja, euch, Werner, naja. Also, nein, das ist einfach schrecklich. Werner, das möchte ich ja sagen, bist du jetzt auch nicht ganz unschuldig dran. Aber wenn wir jetzt mal auf die letzten Challenges zurückgucken, dann ist Werner wirklich nicht der hier. Nee. Also, da hätte es jemand anderes viel mehr verdient, dass man ihm Steine in den Weg legt. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Wieso fühle ich mich so angesprochen? Ja, keine Ahnung. Wenn ich Zeit hätte, würde ich zu dir rüber gucken, ne? Aber habe ich nicht. So, gucken wir mal, ob es dieses Mal reicht. Die Schoße hier. Und dann das Rennen in das Ziel zu schieben. Och nee. Boah, das ist aber auch wirklich Nervenkitzel. Du siehst, wie das Ding da irgendwie produziert wird, aber es kommt nicht raus. Ey. Komm, passt das jetzt? Immer noch nicht. Die graue Haare. Eben klang das so entgegenkommend, als Pascal meinte, er mäht mal die ganze Fläche. Wie, du? Mann, er will nicht kloppen. Mach das Ding ab. Oh Gott. Du bist jetzt fertig, Werner. Werner hat's. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Guck ihn dir an, wie wunderschön er ist. Pass mal auf, wir nehmen dir den weg. Wenn ich mir Werners Fläche anschaue, ich frage mich echt, wie er das gemacht hat mit so wenig Gras. Da stimmt was nicht. Ich glaube, das sind nur so kleine Büschelchen. Da stimmt was nicht, Werner. Luch und Betrug. Ach, da hat er's verloren. So soll's sein. Eine Katastrophe, das Ding. Ach, fall doch runter. Oh, der Pflug ist auch ein ganz besonderes Fabrikat, möchte ich sagen. Wer ist denn der Grüne? Ansgar. Ja? Das gibt eine Anzeige. Steht mitten vorm Tor. Was denn? Also es könnte sein, dass das nicht Ansgar war. Es ist eine absolute Frechheit. Hier steht ein Schild. Sag mal, was wollt ihr denn noch alles hier hinstellen? So, meiner ist auch im Boden angekommen. Er wurde geboren. Er ist da. Ey, wie hat Werner das geschafft? Ich weiß es nicht, das ist verrückt, wie er das wie schnell. Was zur Hölle? Er ist einfach schon auf ein Ziel geraten. Ja, er hat irgendwie gefühlt das da den rausgenommen? Schon geschafft. Nee, geht nicht. Hier stimmt doch was nicht. Hast du ihn immer noch nicht? Nee. Habt ihr alle jetzt den schon? Ja. Hä? Ganz klar, irgendwas stimmt mit dir nicht. Nicht mit ihm, mit seinen Ballen vielleicht. Entschuldigung. Oh, Freunde, ne? Nein.
Ansonsten Werner, bei Werner auf sein Feld. Das ist was du hier machst. Tore zu und auch noch die Autos dahingestellt. Alle Register bei dir gezogen. Nein, ich hab... Lots of viele Termine. Ich hab Termine. Das Tor geht nach innen auf. Wer hat das denn gemacht? Was? Nein, das nicht. Nein. Los, zacki, 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 Sophie. Nein, nein, Pascal, das ist nicht dein Ernst. Mein Ball, Pascal. Ich hab keine Zeit, Sophie. Mein Ball, Werner, du bist so gemein. Ich hab einen Flug, Sophie. Pascal. Nein, du bist... Das ist so frech von dir, ne? Ich glaube nicht, dass du den da noch rausbekommst in der Ecke. Ich glaube auch nicht, dass ich den da noch rausbekomme. Deswegen nehme ich einfach deinen. Wer sitzt denn hier vor uns im Auto? Wer ist denn hier im orangenen Auto unterwegs? Keine Ahnung. Ich nicht auf alle Fälle. Was ist das hier? Das ist jetzt mein Bein, Pascal. Nix da dein Bein? Kannst du bitte weggehen jetzt und aufhören, mich zu schieben? Warte mal, ich hau dich mal an die Seite weg hier. Nein. Wer ist das denn? Ansgar treibt hier ein ganz böses Spiel. Ich glaube, Ansgar hat einfach schon aufgegeben, dass er gewinnen kann. Ich bin nur am Man hier. Ich krieg meine... Ja, da vorne ist es. Ja. Oh nein. So. Zum Glück sind die Beine ja ein bisschen leichter, dass man die auch rausziehen kann, ne? Ach, du hast mit der Hand rausgezogen? Ja, aus der Ecke kriegst du das nicht mehr raus mit der Schaufel. Das kriegst du auf jeden Fall nicht. Da ist er! Da ist er! Endlich! Jetzt hast du deinen Ball fertig. Ja, der hat ja noch eine kleine Sabotage. Ich bin angekommen und fertig. Stark. Herzlichen Glückwunsch. Warte, meine Geburt. Ich muss sagen, ich gönne es Werner sehr. Endlich. Man hat bisher noch keine Challenge hier für sich entscheiden. Nur ist gönnen auch ein großes Wort, ne? Doch, mach weiter, kein Problem. So, ich gehe mal stark davon aus, dass es Ansgar gerade in dem orangenen Pickup war, ne? Bitte? Oder jemand, der so aussieht wie Ansgar. Nee. Ich schieb hier nur. Guck mal, guck in die Hand, ey. Das ist ja frech. Warum, Pascal? Oh. Hast du jetzt dir zur Aufgabe gemacht, nicht mehr zu als Dritter ins Ziel zu kommen, sondern lieber Ansgar es schwer zu machen? Das hört sich ein bisschen nach dem Pascal an auch, ja? Ja, ne? So, ich bin übrigens auch angekommen. Ja, also, er schiebt einfach das Gras noch weiter. Ja. Volle Dröhnung. Das ist aber Hansen, auch möglich. Das? Ist unmenschlich. Also, machst du gut, muss man sagen. Alles, was nicht auf dem Joystick liegt, kann er nicht. Ah, da geht es hoch. Was, da war echt viel gemäht, ne? Mein Gott. Sag mal so viel. Wäre da gleich platzig. Gleich ist vorbei. Pascal, was bist du für ein Mensch? Ich bin schon Letzter. Für die letzten Male. Ich bin schon Letzter und du stellst mir hier nochmal alle Autos hier. Sag mal. Wie ein alter Mann fährt er. Gib mir einen Tipp. Wie fahren alte Männer? Langsam oder noch mehr? Flug ganz unten und richtig steil in die Lüfte gehoben. Das ist ja auch ein bisschen unmenschlich, was hier passiert ist. Würde mir ja schon ein bisschen... Was sagen wir denn dazu, Ansgar? Ich würde jetzt erstmal das Ordnungsamt, glaube ich, rufen. Oh, ist das frech. Ja. Das ist schon gemein. Pascal, du bist so frech. Das Thema, besonderer Schlag Mensch. Das Thema, das hatten wir ja schon mal, ne? Das kommt ja noch mal zum Tragen. Besonderer Schlag Mensch, ja. So, die Pforten sind geöffnet, Ansgar. Das ist ja ein Service sondergleichen. Alle. Jetzt musst du nur noch gerade ausfahren eigentlich. Ja. Ich höre den Hohn raus. So wie ich höre. Wird Ansgar dieses Jahr den Schneedienst übernehmen? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Oh, auf zwei Reifen, du musst nur den Ball nach Hause bringen, nicht die Straße begradigen. Männer, ich bin doch auf dem Weg. Bei der Fahrweise bin ich mir nicht sicher, ob der Traktor es bis zum Ziel macht. Naja, vielleicht ohne Reifen, aber irgendwie will er reinkommen. Guck mal, das läuft doch. So muss es gehen. Hätte ich das gewusst. Eigentlich aber nicht jetzt schwer, kann ne? Jetzt kann ich nicht mehr lenken. Jetzt muss ich doch wieder die Taktik hier anpassen. Wieso war denn da ein Reserveballen unterwegs irgendwo? Es waren 4 Reserveballen, falls jemand seinen Busch verliert oder, okay. Oder Werners kommen und die wegtragen. Über die Verkaufsfläche fahren können. Und dann wäre der weg gewesen. Deswegen haben wir Reserve hingelegt. Ja. Ansgar, du hast es geschafft, dass ihr nicht drin. Aber ich muss hier vorne ins Ziel, oder? Ja. Jetzt wird er über mich. Komm, ab in die braune Fläche, das kriegst du hin. Komm.
Ja. Naja. Naja. So war es wohl. Ja, wundervoll. Hat mir Spaß gemacht. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Aber ich muss sagen, es hatte schon viele unmenschliche Aspekte. Ich war am Anfang, war ich noch ganz gut in der Zeit. Aber dann kam das Main und das hat mich gebrochen. Das hat mich wirklich gebrochen. Aber ich gönn's dem Werner. Bei aller Kritik, ich gönn's dem Werner. Ist ein Gefühl der Freiheit. Auch, weil er ja bisher noch nie gewonnen hat. Ja, genau. Gut, dass du nochmal betont hast. Danke, Sophie. Genau, danke. Ich wollte es jetzt auch nochmal nach schon 4 vergangenen Challenges hat er noch keine einzige gewonnen. Sophie alias Altsteuer. Na klar. Nein, wunderbar. Ja, herzlichen Dank für die Challenge. Dankeschön fürs Vorbereiten. Gerne. Vielen, vielen Dank. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr diese unmenschliche Challenge fandet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr noch mehr unmenschliche Challenges sehen wollt, dann checkt gerne mal alle Kanäle in den Kommentaren in der Videobeschreibung aus. Das wollte ich sagen. Da sind es nämlich nochmal verlinkt und da seht ihr auch die letzten Challenges. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.